So, und auch das wieder an einem Stück. Deswegen hoffe ich wieder, dass der Part richtig gesetzt wird. Wenn ja, dann befinden wir uns in dem nächsten Part. Und diesmal nehmen wir Toad. Und diesmal nehmen wir den Blumencup. Da passt ja Toads Autobahn. Weiß nicht, wie die in Deutsch hieß. Toads Turnpike. Ich denke mal, irgendwas mit Toad und Autobahn wird das sein. Die passt auf jeden Fall, weil das ist Toads Strecke. Und da können wir auch mal mit Toad fahren. Na, verdammt, gleich mal einen Fehlstart gehabt. Das passt ja schon mal gut. Toads Strecke, da können wir mit Toad fahren. Fehlstart, perfekt. Ist auf jeden Fall 150 Kubikzentimeter Schnelligkeit, ist die Strecke echt abartig. Also zumindest habe ich sie abartig in Erinnerung, weil du da echt so häufig in dieser blöden Karren da reinfährst, überall. Ja, danke, Donkey Kong. Ist ein falsches, hier liegen nämlich keine Items auf der Straße. Ich hatte beim letzten Part, hatte ich angekündigt, hatte sogar schon angefangen damit zu erzählen, was ich denn für die Nintendo-Projekte geplant habe. Und dann machen wir hier auch weiter. Das heißt, das letzte Mal war schon abgefrühstückt. Pokémon wird auf jeden Fall wieder kommen. Hier, Bowser und Luigi haben wir getroffen. Pokémon wird auf jeden Fall wieder kommen. Boah, ist hier viel los. Ich bin so dumm. Ich habe eben noch gesagt, hier auf der Strecke liegen keine Items. Und nicht so fahre ich rein. Also, Pokémon wird auf jeden Fall wieder kommen. Also Pokémon Gold wird fortgesetzt, danach werden wir weitermachen mit Pokémon Saphir, danach werden wir weitermachen mit Pokémon Perl, danach werden wir auf Pokémon Schwarz und danach auf Pokémon Schwarz 2 und dann werde ich ja hoffentlich auch mittlerweile dann mal endlich meine Capture Card für den 3DS haben, damit wir dann auch Pokémon Y Let's Playen können, oder Pokémon X, je nachdem, wahrscheinlich eher Pokémon X, weil Pokémon Y habe ich privat schon durchgespielt. Also könnte ich Pokémon X, wo ich momentan erst angefangen habe zu spielen, könnte ich dann eher hier noch... Da wenn Pokémon Bank draußen ist, dann kann ich eher meine Pokémon rüber transferieren. Und dann ist es eh Wurst, dann können wir eh bei beiden neu anfangen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, dann noch Pokémon X und dann irgendwann erscheinende... Pokémon, wenn bis dahin kein neues Pokémon draußen ist, dann werden wir mit den Remakes anfangen, also dann wird Feuerrot und dann wird SoulSilver kommen. Und wenn bis dahin immer noch kein neues Pokémon draußen ist, dann fangen wir wieder vorne an, dann fangen wir mit Pokémon Blau an, dann machen wir weiter mit Pokémon Gold und so weiter und so fort. Wenn wir damit noch durch sind und dann immer noch nichts Neues draußen ist, wird wahrscheinlich dann längst, aber dann können wir immer noch die Spezialedition durchspielen, also mit Pokémon Kristall, Pokémon Smaragd, Pokémon Gelb, Pokémon Kristall, Pokémon Smaragd. Und dann noch Platin. Und dann wahrscheinlich Z. Was dann wahrscheinlich draußen sein wird. So, also auf jeden Fall wird es dann Pokémon wohl regelmäßig geben. Es sei denn, irgendwann kann sein, dass wenn man dann wirklich zwei, drei Pokémon-Editionen hintereinander gespielt hat, dann hat man wahrscheinlich irgendwann noch keine Lust mehr auf Pokémon. Dann kann Pokémon auch mal ruhig aussetzen für ein paar Wochen, eventuell ein paar Monate. Aber es wird auf jeden Fall nicht lange weg sein. Dann werde ich auf jeden Fall eine Spalte dann füllen. Von Spalten habe ich aber letztes Mal erklärt, was ich damit meine. Ich werde auf jeden Fall füllen mit Mario. Angefangen wird auf jeden Fall mit Mario, mit Super Mario Bros. Mit dem allerersten habe ich nie gespielt. Ich habe ja weder ein NES noch ein SNES hier besessen und habe mir auch die ganzen Remakes dazu nicht gekauft. Ich habe mir den Virtual Console Titel damals für die Wii und jetzt auch für die Wii U geholt, aber habe den damals auch nie wirklich gespielt. Ich habe mir den nur gekauft, weil der billig war. Und habe den seitdem nie gespielt. Und jetzt habe ich ihn mir für die Wii U geholt, habe ihn dann aber auch extra nicht gespielt, weil ich mir dann gedacht habe, hey, dann kannst du noch gleich ein Blind als Let's Play machen. Also wir werden anfangen mit Super Mario Bros. Weitermachen mit Super Mario Bros. 2, mit Super Mario Bros. 3, Super Mario World, dann kommt Super Mario Land, dann kommt Super Mario Land 2. Und dann noch New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. 2. Dann sind wir mit den 2D Mario soweit erstmal durch. Dann werden wir uns danach eventuell auf Super Mario World 2, beziehungsweise ist hier dann eher Yoshi's Island, meine ich. Ist das dann ja? Dann können wir mit der Yoshi's Island-Serie anfangen, dann können wir mit Super Mario Land 3, also Wario Land, können wir die Wario Land-Serie anfangen. Dann gibt es noch Wario World, was ich zum Beispiel noch nie gespielt habe, das werde ich mir nachkaufen müssen. Und so weiter und so fort. Da gibt es dann sehr, sehr viel, was wir in die Schiene reinschmeißen können. Und die, also eine Pokémon-Schiene, eine Mario-Schiene.
und dann noch würde ich anfangen mit Zelda. Also, wir würden anfangen mit dem Zelda, würde ich gerne chronologisch machen. Ich habe schon das HD-Remake zu Wind Waker hier liegen, aber das würde ich gerne chronologisch machen. Aber wir werden dann halt zu Zeldas, wo es HD-Remakes gibt, werden wir keine Vorgängerspiele mehr spielen. Das heißt, ich werde jetzt nicht Wind Waker und Wind Waker HD spielen, auch wenn ich beides besitze und beides noch nie gespielt habe. Also noch nie weit gespielt habe. Werden wir trotzdem nicht beides explainen. Also wir werden eins von beiden machen und dann natürlich die HD-Version. Also wir werden auf jeden Fall anfangen mit dem ersten Zelda, dann mit dem zweiten Zelda. Das zweite Zelda war ja eher so ein 2D-Scroller irgendwie, sah es ein bisschen aus, wenn man da nur nach links und rechts gehen könnte. Zumindest von dem Ausschnitt, was ich bislang gesehen habe. Dann müsste auch schon Link Between Worlds, oder? Ne, Link to the Past. Link to the Past und dann Link Between Worlds. Also ich werde versuchen, das Ganze so zu machen, wie es in der... Nicht wie es chronologisch erschienen ist, sondern wie es chronologisch laut der Zelda-Chronologie da, also laut der Zelda-Historie laufen soll. Da gibt es ja verschiedene Timelines. Und ich würde es dann wirklich echt so machen, dass wir von Timeline von Anfang bis Ende gehen. Und ich meine, da ist Skyward Sword sogar das erste. Jetzt, wo ich gerade ein bisschen drüber nachdenke. Also nichts mit Zelda 1 anfangen, sondern Skyward Sword müsste Teil 1 sein. Ich habe mich selbst umgeschossen, hey. Wie gesagt, es ist echt schwierig, mit den drei grünen Panzern zu zielen, weil die nicht, wie in den neueren Mario-Teilen, geradeaus von dir aus losschießen, sondern so losschießen, wo die sich gerade um dich herum befinden. Also wenn der Panzer rechts von mir ist, dann fliegt er auch rechts von mir los und nicht mittig. Und wenn er links von mir ist, ebenfalls. Und man weiß halt nie genau, welchen Panzer Toad jetzt gerade losschickt. Also es ist echt schwer, da teilweise zu treffen. Ich einfach eventuell überleben die roten Panzer ja den Weg über die Schneelawinen hier. Weil hier ist ja keine wirkliche Levelabsperrung. Und scheint tatsächlich zu funktionieren. Jawohl! Also wenn links und rechts kein Geländer ist, dann kannst du die blauen Panzer, die roten Panzer abschießen, wann du willst, weil dann kommt die eure Luftlinie an. Nein. Boah, Mario, ne? Ich hasse dich. Da kann man echt nichts gegen machen. Das ist halt, der Computer wird gepusht ohne Ende in diesem Spiel. Der Computer wird gepusht ohne Ende, aber immerhin hat Peach versagt. Und damit haben wir den Goldpokal, ne? Da war es ein bisschen früh für den Goldpokal gesagt, aber... Ach so, Peach war im letzten Rennen die ganze Zeit Erster, ne? Oh Gott. Ich hab schon ganz verpasst, dass wir im nächsten Rennen sind. Ja gut, aber trotzdem sind wir jetzt noch ein bisschen weiter vorne. Jetzt kommt die Choco Mountains. Im Deutschen glaube ich Schokosumpf. Mountain passt aber besser. Das hier rechts sieht auch eher ein bisschen nach Keks aus der Welt. Das Ding jetzt aber... Alles in allem weiß ich nicht. Also Schokolade hätte man schon ein bisschen schokoladiger machen können. Auch im Remake für den DS ist das, glaube ich, erschienen als Remake. Auch da hätte man das Ganze ein bisschen schokoladiger machen können. Hat man nicht, okay. Aber, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Strecke teilweise ziemlich mies, weil man kann da vorne links runterfallen. Man befindet sich quasi wieder kurz vorm Start. Das heißt, wenn man hier links runterfällt, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt, wenn man da links runterfällt, dann ist man gleich wieder am Anfang. Ist toll. Das ist richtig toll, wenn dir das mal passiert. Das ist mir früher als Kind häufig passiert, vor allem hier im 150er Hubraum. Geschwindigkeit. Aber mittlerweile geht's eigentlich. Wenn man weiß, dass man da runterfallen kann, dann kann man sich auch darauf einstellen. Die Items ab. Luigi war's. Hier steht nur Geräusche gemacht. Tschüss, Peach! Okay. Jetzt haben wir auch endlich mal ein Item bekommen. Und den Goldpilz. Das bringt uns erstmal Platz 2.
Und da vorne ist Mario. Ich glaube, wie es Mario ist, bin ich zufrieden. Ach verdammt, jetzt ist Mario. Wo kam der denn eben her? Wir haben doch Yoshi und Luigi überholt. Und dann war Mario davor. Warum ist denn Mario jetzt plötzlich wieder Zweiter gewesen? Wo kam der denn so schnell wieder her? Scheiß Gepusche vom Computer. Scheiß Cheater-Computer. Aber egal. Jetzt ist er wieder Zweiter. Ich glaub's nicht. Jetzt ist er natürlich wieder Erster, weil er uns wieder so dreist vorm Ziel überholt hat. Nee, mein Freund, diesmal nicht. Diesmal nicht. Verdammt! Jawohl! Diesmal nicht, habe ich gesagt. Diesmal nämlich nur Dritter. Vierter sogar. Damit haben wir ordentlich was gut gemacht. Also einen ordentlichen Vorsprung rausgefahren, auf jeden Fall. Damit ist uns jetzt auch hier quasi der Goldpokal schon fast sicher. Und ich muss ehrlich sagen, nicht das ganze Gequassel beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir den Goldpokal geholt haben oder nicht. Sind wir Erster geworden? Ich muss mir den Part selbst, glaube ich, mal angucken. Was haben wir da überhaupt gefahren alles? Ich meine, gut, das war, doch, ich glaube, wir sind... Ich meine, da hat Peach ordentlich abgegangen und ist auch eigentlich immer Erste geworden, oder? Und auch immer mit Abstand. Aber ich weiß gar nicht, was für ein Pokal wir dann am Ende bekommen haben. Ob es für Gold gereicht hat oder ob es nur Silber war? Ich weiß es nicht mehr. Es kommt vom ganzen Gelaber, aber wie gesagt, Mario Kart ist für mich ein gutes Projekt, um einfach mal so ein bisschen rumzulabern über andere Dinge. Zum Beispiel über geplante Projekte und so weiter. Wurde hier zum Beispiel auch schon in anderen Projekten, wurde mir in den Kommentaren geschrieben, dass es recht gut ankommt, wenn ich mich nicht nur komplett auf das Spiel konzentriere, sondern auch ein bisschen was über mich und über meinen Kanal und über die geplanten Projekte und so weiter und so fort erzähle. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach gedacht, wenn wir die Cups eh noch ein zweites Mal fahren, damit es dann nicht so langweilig ist, wenn man die Strecke eh alle noch ein zweites Mal fährt, laber ich halt einfach mal über sowas. Ist Yoshi plötzlich Erster? Kann ich ja nicht zufrieden sein mit dem ersten Platz. Aber den haben wir nämlich den Goldpokal. Gut, den haben wir so eigentlich auch schon sicher. Aber wir müssen ja mindestens Vierter werden. Damit kriegen wir auch noch einen Punkt. Also, wenn wir hier den Goldpokal nicht kriegen, dann geht das nicht mehr mit rechten Dingen zu. Ja, wir waren auf jeden Fall stehen geblieben bei Zelda. Chronologisch wollen wir durchgehen. Metroid habe ich auch einiges hier und auch einiges auf Lager. Also den ersten Metroid-Teil, den habe ich auf Virtual Console zum Beispiel für... Super Metroid war... Super Metroid der erste Metroid-Teil? Ich glaube ja, oder? Ich kenne mich in der Metroid-Reihe jetzt nicht so extrem gut aus. Weil ich nie einen davon gespielt habe, wirklich. Aber ich habe auf jeden Fall die Metroid Prime-Trilogie damals für die Wii gekauft und dann auch nie wirklich gespielt. Also ich habe den ersten Teil einmal anprobiert, kam dann irgendwann nicht weiter. Und hab's dann erstmal gelassen, hab den zweiten Teil probiert, kam dann da theoretisch weiter, hab dann aber gedacht, okay, ich will mich jetzt aber nicht zu weit spielen, ich will die gerne, wenn ich schon alle drei gekauft habe, auch chronologisch spielen. Hab dann den dritten Teil gespielt und der sah grafisch eigentlich noch einen Ticken besser aus und war vom Gameplay auch viel, viel besser. Aber auch den wollte ich nicht weiterspielen, ohne dass ich den ersten durch habe und deswegen habe ich damit nie weitergespielt. Oh Gott, haben wir einen Vorsprung an Punkten, fast doppelt so viel wie der zweite. Und deswegen die Metroid-Reihe wollen wir noch spielen. Und Star Fox habe ich auch. Star Fox Adventures noch nie gespielt. Habe ich damals irgendwann gebraucht, habe ich das gesehen. Habe ich das gefunden. Irgendwo habe ich das mal gesehen, gebraucht. Und da habe ich das gleich mal gekauft für 15 Euro oder so, das glaube ich gekostet. Da habe ich mir damals schon gedacht, ja, das ist doch perfekt zum Let's Play. Nights Planet Let's Play. Und das habe ich hier auch noch rumliegen. Und die Pikmin-Reihe, die wird auf jeden Fall auch sehr, sehr früh kommen schon. Wahrscheinlich sogar noch vor Zelda. Pikmin 1, 2, 3. Habe ich alle drei hier, habe ich alle drei noch nie durchgespielt, aber bei Pikmin 1 vor allem als Kind damals recht viel gespielt. Und Pikmin 2, glaube ich, so zur Hälfte. Pikmin 3 habe ich noch original verpackt hier rumliegen. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel zu Mario kommen. Aber wie gesagt, erstmal werde ich die PlayStation 3 abschließen. Zur PlayStation 4 gibt es ja momentan noch nichts, aber... Ich bin halt jemand, der spielt gerne Let's Plays, also spielt gerne Spiele, wenn er alle Vorgänger dazu gespielt hat. Also der Let's Playt gerne Spieler, wenn er alle Vorgänger dazu schon Let's Playt hat. Damit nicht nur ich die Möglichkeit habe, die komplette Story und die komplette Entwicklung der Serie mitzuerleben, sondern auch ihr. Deswegen mache ich auch hier diesen
quatschen mit dem Mario Kart chronologisch und so weiter und so fort. Weil das finde ich irgendwie schöner, wenn ihr halt auch die Möglichkeit habt, wenn theoretisch nur mich gucken würdet, dass ihr dann trotzdem die Möglichkeit habt, alle Vorgängerteile gesehen zu haben und die Story komplett zu kennen. Naja, das war's für diesen Part. Wieder viel gelabert und mal sehen, ob ich beim nächsten Mal wieder labere oder mich wieder ein bisschen mehr auf das Rennen konzentriere. Diesmal weiß ich auf jeden Fall, dass wir den Goldpokal geholt haben. Toll. Und ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.